Ja, das ist einfach aufgrund des Alters von verschiedenen anderen Leuten passiert oder aufgrund des Interessens, denn der neuen Interessen, die sie eben gehabt haben. Der Günther Schönberger ist ja schon seit mehreren Jahren nicht mehr dabei. Der hat der Weinberge, ist ein Weinbauer geworden. Der Nina Holm, mein Keyboard-Partner, ist nach Malediven ausgewandert, mehr oder weniger. Hat ein Traum-Tauchboot gebaut und ist seit vielen Jahren schon dort. Also das ist jetzt nur eine kleine Umgestaltung, sind ein paar Musiker eben durch diesen Unfall vom Anders noch dazugekommen. Jetzt haben wir praktisch einen neuen Schlagzeuger, einen neuen Bassisten, den Leo Bay, einen neuen fantastischen Keyboarder, den Nino Ersatz jetzt in dem Sinn, das ist der Franz Zettel, der Professor, der wahnsinnig gut ist und gut dazu passt. Und der liebe Kurtl Keinrad, der hat ja schon die Produktionen vorher mitgespielt und ist jetzt live auf der Bühne. Und dadurch gibt es jetzt praktisch eine neue Band, das ist eigentlich nur von den alten Deppen nur noch der Klaus Eberhardinger, der Thomas Spitzer und der Andi Töfferl übergeblieben.